Hallo, liebe Freunde von heute, von Fall of the Samurai, von Shogun 2 ehemals. Das wird, ich hoffe es ja wirklich, inzwischen sind es ja schon einige Parts, der letzte Part werden von Let's Play Fall of the Samurai mit den Aizu. Es ist ein wahres Mammutprojekt inzwischen. Satsuma, ihr solltet nicht darum geistern. Es ist ein Mammutprojekt und ich hoffe, dass ich es so, ja, heute dann zum Ende bringen kann. Ja, das habe ich heute gesagt, das kann euch wieder. Kommt drauf an, ich hoffe ja mal. Es wird wohl nicht in alles einen Part kommen, aber es wird jetzt so einer der letzten Parts sein, der letzte selber. Ich brauche nur noch eine Provinz, die ich erobern kann und dann haben wir es geschafft. Wir waren ja jetzt hier stehen geblieben, wir haben Harima uns erkämpft und wir haben uns Tajima erkämpft. Beides vor den Obama, diese Idioten. Ja, dann plane ich jetzt hier Beatzen zu holen. Ich hoffe mal, das werden die Obama mir nicht streitig machen. Ja, und dann ist es eigentlich soweit geschafft. Also, es ist jetzt keine großartige Geschichte mehr, jetzt hier irgendwas auszubilden noch. Es geht jetzt einfach nur noch darum, im Moment, ach so, das waren die Geschichten noch, dass ich einfach jetzt so viel noch rausholen kann, wie das denn geht. Ich mal kurz gucken, wo habe ich denn meine Hauptarmeen? Ihr müsst immer bedenken, in jedem neuen, ja, in jeder neuen Aufnahme, nicht in jedem Part. Die Parts sind ja, ich nehme immer am Stück auf und schneide mir das dann zurecht. Da muss ich mal gucken, was ich hier, die Gatling. Belagerungswaffen hatten wir die komplette Kampagne über eigentlich nie wirklich eingesetzt. Das war auch eigentlich nicht notwendig. Hier ist eine riesige Armee in Harima, ja, genau. Sogar die größte, oder? Ja, Yashihiro Atsuhari. Das war ein Kawaji. Achso, das. Ja. Ja, ach so, richtig, okay. Ja, nee, dann müssen wir dann später hier. Also entweder Inaba oder Beatzen oder Mimasaki, je nachdem, was mir die Obama hier wegschnappen. Flottenmäßig haben wir uns das auch ein bisschen entspannt. Ja, ich sehe jetzt eigentlich hier keine Problemstellen, die wir da großartig bearbeiten könnten, also gehen wir in die nächste Runde. Wir haben eigentlich auf der Uhr jetzt, also auf der Jahresuhr 1873 und 1973, das wäre es ja auch. Da sieht das ein bisschen anders aus hier. 1873 ist eigentlich, hätten wir noch 3 Jahre, die wir bestreiten könnten, also laut dumm oder so, Satsuma. Ich muss jetzt wirklich mal sagen. Also lustig. Das wird lustig werden. Ich freue mich drauf, Leute. Ja, dann müssen wir jetzt diesen einen der letzten Parts doch erstmal kurz unterbrechen und ich begrüße euch dann ganz herzlich zum nächsten Part. Also bleibt dran. Oder wenn das nicht so lang ist, dann kommt das auch in den Part rein. Das habt ihr auch schon teilweise gesehen. Also je nachdem. Wir sehen uns gleich. So, die Schlacht von Silbermine in Omi, 1873. Wir haben, ich zähle mal kurz nach, also den innersten Ring, dann haben wir noch 2 äußere jeweils. Also insgesamt 5 Ringe. Mit dem Innersten. Es treten an Uemura Hiroyoshi gegen Li Yasutsura. Jo, und ja, jetzt es war nicht so schlau von den Satsuma mich anzugreifen, man hat das Kräfteverhältnis ja schon gesehen. Da freue ich mich immer persönlich, wenn ich sowas sehe. Ich habe zwar weniger Männer, aber ich habe die Festung auf meiner Seite. Sie haben Scharfschützen, okay, die habe ich nicht, aber das brauche ich auch gar nicht mehr. Reichen eigentlich die Infanteristen des Shogunats aus? Und ansonsten rote Vögel habe ich noch. Ich habe. Überhaupt ist jetzt überhaupt nur Linieninfanterie von Bedeutung gegen Ende der Kampagne. Und die habe ich ja zuhauf. Infanterie des Shogunats ist wirklich genial, also. Und natürlich, ich finde die immer am besten und noch die blaue, und noch die blauen Drachen. Und natürlich die, ganz klar die Royal Marines. Von denen wir, die wir ja leider verloren haben, aber das war sowieso nur ein Geschenk. Ich weiß gar nicht, die könnten wir vielleicht sogar noch rekrutieren. Das muss man mal sehen, ob das überhaupt sich noch lohnt. Es regnet, das ist ja nicht so dolle, aber das macht eigentlich nichts. Das ist kein so schlimmer, ja, gut, Regen. Ach, toll, der Tenchu. Ich hoffe mal, der wird nicht wieder. Belagerungswaffen haben sie hoffentlich nicht. Da habe ich nämlich gerade nicht. Ach ja, wir haben doch Garnison. Und Linieninfanterie. Ne, Garnisonsinfanterie, okay. Ja, dann stellen wir mal wie immer hier die Besten auf. Also einmal hier. Dann hätten wir hier eine. Dann hätten wir hier eine. Hier eine.
einfach alles vollstellen. Also ich habe hier so viel übrig. Stellen wir hier eine auf. Ah, Moment, wo an den Hügel hängen, brauche ich ja gar nichts aufzustellen. Da können sie ja gar nicht entlang. Da werden sie... Oh, es donnert und blitzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme hört. Sehr interessant. Wir stellen hier noch welche auf. Dann stellen wir die noch hier auf. Donnert und blitzt und hört nicht auf. Dann stellen wir hier noch welche auf. Und dann hier. Ich hoffe mal, hier wird nicht unbedingt das angegriffen. Hier muss ich ohnehin mit der einen, Infanterie. Mit dem einen Infanteristen hier. Ist nicht so lohnenswert. Okay, da mal zweimal Seelcav. Die können wir hier als... Die tun wir erstmal in den ersten Ring. Das ist ohnehin unser General hier, nehme ich an. Der hier, ne? Ja, genau. Ich habe hier nämlich leider keinen richtigen General dabei, aber das macht nichts. Ich habe die Einheit vergessen. Warum hast du dir nichts gesagt? Das muss ich hier reinholen. Ja, hey. Jetzt kann ich nur hoffen, dass diese Einheit schnell rennt. Ich wusste doch, irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Ich wusste es, verdammt, und habe es nicht. Was machst du denn? Dich da aufstellen, verdammt. Oder muss ich hier außen rum? Kann sein, dass diese Einheit jetzt stirbt, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Was sind denn das für welche? Kaiserliche Infanterie. Irgendwo die Range. Ja, da werden sie vielleicht ein paar mit... Oh, ich könnte mir ja mal einen kleinen Spaß erlauben. Obwohl, nee, es geht ja gar nicht, verdammt. Oh, nein. Jedenfalls... Oh, jetzt ist auch noch ein Hügel, ja. Warum muss mir das immer passieren? Egal. Diese eine Einheit wird uns wohl nicht so sehr fehlen. Mit den anderen ist ja alles in Ordnung. Das kann ja mal passieren. Aber es ist lange Zeit nicht mehr passiert. Es muss ja auch noch so ein Hügel sein. Das ist perfekt eingefädelt. Besser kann es echt nicht sein. Sarkasmus pur. Hätte ich die doch unten vergessen. Die brauche ich überhaupt nicht. Diese blöde Heerbahn. Garnisonsinfanterie. Nullnummer ist das. Was haben wir denn hier? Mit kaiserlichen Infanteristen. Muss ja ausgerechnet hier diese Linie hier angreifen. Diese Frontmauer muss es sein. Vormauer. Naja, dann nehmt ihr halt diese Seite ein oder nicht oder doch oder... Ich kann nur hoffen, dass ihr jetzt schnell rennt. Und noch in die Burg, in die Festung, Zitadelle, ich weiß inzwischen schon gar nicht mehr. Ich glaube eher Schloss, dass ihr da noch reinkommt. Ah, die werden es wohl nicht schaffen, aber... Oh je, oh je. Wirklich lausig, diese Einheit ist so lausig, ihr seht's. Aber es ist besser als, naja, ist ja kostenlos irgendwo. Kriegt man ja zur Verfügung gestellt mit der eigentlichen... Ich hoffe mal, ihr geht jetzt da hoch. Was macht ihr da? Wieso geht ihr nicht einfach hier durch? Warum geht ihr nicht einfach durch das Tor? Es ist jetzt sehr bescheuert, aber ich muss meine eigene Burg, so wie es aussieht, hier hochklettern, ne? Weil ihr zu blöd seid, um den Eingang zu benutzen. Dann macht's halt. Ist mir jetzt auch egal. Dann tut es einfach, okay, hier. Ja, ich kann mich hier voll und ganz auch darauf verlassen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, die kommen hier gar nicht erst hoch. Ich hoffe mal, ich schaffe das noch, das könnte nämlich ein bisschen eng werden sonst. Das wird eng werden. Das wird eng werden. Ha! Das ist sehr toll. Komm rechts ab. Ich kann nicht mehr abbrechen. Dann brecht's wenigstens ehrenhaft ab. Schnell, macht schnell. Ich habe aber Knien im Schuss. Ich bin gespannt, ob die den haben. Komm, beeilt euch, Leute. Beeilt euch. Stellt euch hin und dann... Auf geht's. Jetzt wollen sie noch stürmen. Sind die dumm? Ah, nee, doch nicht. Feuer frei. Oh je. Yeah.
Naja, macht nichts. Ja, wie sieht's hier drüben aus? Hier, die verhungern wieder an den Fronten. Naja. Egal. Diese elenden Feiglinge! Eure Männer laufen davon, mein Lord! Da habe ich eindeutig auch nicht auf das richtige Pferd gesetzt. Schicken wir die nochmal hier runter. Die sollten wir auch hier runter schicken. Mal sehen hier. Die können wir auch. Erstmal hier hinschicken. Brauche ich nämlich da oben nicht. Und euch können wir noch auch erstmal hier hinschicken. Denn hier versagt meine. Ja, das war ja wirklich auch lausig. Zieht euch mal zurück. Oder Moment, könnt ihr die zurücktreiben? Kommt drauf an, wollen die jetzt stürmen? Ja, dann. Dann könnt ihr auch mal hier hingehen. Scharfschützen, euer Einsatz ist überflüssig. So, bitteschön. Mal schnell, bevor sie stürmen. Es ist nur einfache Heerbahn, aber das macht ja nichts. Da könntest du zumindest ein bisschen aufhalten. Ich habe immer noch den Vorteil, dass ich die schöne Festung habe. Ihr könnt euch mal hier ganz aufstellen. Was passiert hier denn? Gar nichts oder sehr wenig? Richtig aufstellen, bitte. Wenn schon, denn schon. Ach, ich wusste es doch, die kommen hier nicht durch. Ah, was machen sie denn jetzt? Ihr bleibt auf jeden Fall da stehen. Die wollen da bestimmt hoch. Unter Garantie. Tja, Scharfschützen, euer Einsatz wird wohl oder übel überflüssig sein. Ach, was macht ihr denn hier? Stellt euch wieder in einer Reihe auf. Schnell, Leute, schnell. Macht's. Ganz schnell aufstellen. Ihr könnt euch ja nicht. Ah, ihr habt nicht genug Schussfeld. Oder was? Ach, na toll, und dann geht er erstmal weg. Dann wird die. Oder nee, die sind. Ach, die sind ja. Moment. Ach, die haben ja schon aufgegeben. Ja, dann könnt ihr wieder zurückgehen. Oh nee, das ist doch nicht wahr, oder? Ich. Ja, dann. Eure Männer fliehen, Lord. Sollen sie doch, es ist besser für sie. Ja, gut, ein bisschen dumm angestellt, aber das ist jetzt gegen Ende der Kampagne. Wie gesagt, beurteilt mich nicht zu hart, da das ist jetzt gegen Ende der Kampagne nicht mehr so relevant. Jetzt geht es nicht mehr darum, die Schlachten so gut auszufechten. Das ist jetzt am Ende eher nicht so wichtig. Es gibt da schon Wichtigeres. Die fliehen. Ja,
Ja, da warten wir noch ab, bis die Schlacht für uns entschieden ist. Und da haben wir das auch. Ich sag, eine arme Infanterie des Shogunats haben wir verloren, aber die hat ihren Zweck eigentlich erfüllt. Ja, ich habe sie leider halt nur vergessen, aber das kann halt auch passieren. Ach, die eine Heerbahn. Die eine Heerbahn, die hat Sau erwischt. Die Verbündeten des Feindes fliehen wie die Heiden vor dem Priester, mein Lord. Ja, dann sollen sie mal fliehen. Wir können jetzt sowieso nicht mehr alle bekämpfen. Das Resultat spricht ja für sich. Und die hat es auch ganz schön übel erwischt, aber die haben es überlebt. Ihr habt es ja überlebt. Ja, habt es überlebt. Silvercalf. Da sind noch ein paar übrig geblieben. Aber die sind... Weiß der Kuckuck, wo die sind. Die sind... Oh, hier ist ein schöner... Wie heißt dieses wunderschöne Gebilde eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Wirklich. Aber auf jeden Fall etwas religiös, heilig anmutendes. Was haben wir denn hier? Ja, Säbelkavallerie, da rennen sie. Ach, okay, Moment. Wir können das Gefecht beenden. Das habe ich ja vollkommen übersehen. Ja, dann machen wir das doch. So. Schade um diese eine einzige Einheit, aber der traue ich jetzt nicht nach. So, mal gucken, vielleicht. Artillerie hatten sie ja gar nicht, also insofern Respekt, dass sie meine, dass sie mich direkt hier belagert haben. Aber so hätte ich es auch geschafft, also eigentlich. Die haben, glaube ich, keinen knienden Beschuss, so viel ich weiß. Da ist mir den schon überlegen. Ja, die eine, aber das macht ja nichts. 2001 leben noch. Oh, die haben aber 900 noch was leben. Immerhin. Jetzt haben die schön hier Erfahrung gesammelt. Wer am meisten getötet? Die Infanterie des Shogunats. Von einer, ja, die Rang 3er, die auf Rang 4 jetzt ist.